Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Udo Jürgens Klassiker könnte Deutschlands schillerndstem Schönheitschirurgen Werner Mang auf den Leib geschrieben worden sein. Hier in Lindau, in der Bodenseeklinik, hat er den Grundstein für seinen Ruhm und für seinen Reichtum gelegt. Ein Reichtum, der ihm ein Leben im Jetset ermöglicht. Luxusimmobilien, Edelkarossen, Yachten und sogar ein Hubschrauber. Ich treffe ihn heute hier in der Bodenseeklinik zum Hausbesuch. Mittlerweile sind wir im berühmten Büro von Professor Dr. Werner Mang angelangt. Ein Haufen von Prominenten aus der ganzen Welt hängt hier auf Fotos an den Wänden. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben, Herr Mang. Ich habe mir heute Morgen, als ich hier nach Lindau zu Ihnen gefahren bin, die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn man morgens als Werner Mang aufwacht? Ja, das ist toll. Ich habe ja auch ein Ritual. Ich stehe auf und dann sage ich Willkommen Tag. Ich nehme dich an mit allen Facetten und bin gut drauf, und wenn ich dann allein schon in die Klinik fahre, über die Seebrücke und den See sehe, dann ist die Welt in Ordnung. Also ich fühle mich hier wohl, ich schöpfe hier Kraft, und im OP ist ja mein Zuhause und da ist wiederum Entspannung. Also man muss immer positiv aufstehen und den Tag annehmen, wie er kommt. Wie sieht denn so ein Standardtag aus? Sie haben ja mal vor vielen Jahren in einer anderen Talkshow gesagt, wenn Ihr Tag mit einer Nase anfängt, dann ist es ein guter Tag für Sie. Ja gut, also wir haben so, dass wir einen OP-Plan viele Monate im Voraus haben, aber meine Oberärzte teilen immer in der Früh eine Nase an und dann ist für mich der Tag schon ganz gut gelaufen. Also zum Frühstück eine Nase, kann man durchaus sagen. Wir haben es gerade angesprochen, Sie leben natürlich im Jetset, Sie kennen vom Papst bis zu Udo Lindenberg alle Menge an Prominenz weltweit. Gerade Udo Lindenberg haben Sie jetzt in den letzten Tagen nochmal begleitet auf seiner aktuellen Konzerttour. Ja, also Udo Lindenberg ist einer von meinen vielen Freunden. Wir sind schon seelenverwandt, also Skalpell und Rock gehört ja auch zusammen. Und wir haben viele Reisen gemacht. Ich habe ihn jetzt 3 Tage begleitet, auch im Stuttgart-Konzert. Und ich muss einfach sagen, phänomenal mit 70, was er für eine Power hat. Und ja, und deswegen sage ich hier, älter, desto besser, und ich bin jetzt 66 und bin auch dynamisch, also ich vergleiche mich mit Udo Lindenberg, er ist auch ein sehr kreativer Mensch, er ist ein hochintelligenter, sensibler Mensch, er ist ein Mensch, der auch viel auch der Menschheit gibt, also finde ihn einen ganz tollen Typ, und wir waren dann noch ein Wochenende im Inselhotel in Konstanz. Und ja, und das ist halt das Interessante in meinem Beruf, dass ich viele Prominente kenne, von Russland, Arabien bis nach USA und überall hin, und dass nicht alle nur meine Patienten sind, sondern das sind Freunde, die mir vielleicht jemand geschickt haben, der einen Unfall hatte, wo ich meinen Rat und meine Operation gemacht habe, und da hat sich dann Freundschaften entwickelt. Ich sage immer, der kleine alemannische Junge vom Bodensee hat wirklich ein internationales Netzwerk, und das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich so interessante Leute kennenlerne. Also ähnlich wie im Fernsehen, man hat auch die Möglichkeit, interessante Menschen kennenzulernen, das haben Sie genauso. Und wenn Sie jetzt an Udo Lindenberg zum Beispiel denken, was ist so die besondere Geschichte, die Sie mit, gemeinsam verbindet? Ja, Udo Lindenberg habe ich mal eine Karibikreise gemacht mit dem Schiff und sind dann auf Bob Marleys Spuren durch Jamaika, und das war 10 Tage spannend, interessant, witzig, und Udo hat ja einen ganz anderen Lebensrhythmus. Das heißt, er geht ganz spät ins Bett, also meistens in der Früh, schläft dann tagsüber und hat einen anderen Biorhythmus. Also da muss man sich zuerst mal dran gewöhnen. Dann. Also Sie müssen sich vorher Termine legen, quasi, wenn Sie privat unterwegs sind, dass Sie sich überhaupt treffen, mit Ihren verschiedenen Rhythmen. Diese ganzen Prominenten, die Sie kennen, was können die Ihnen denn geben, was so der Normalbürgerliche Ihnen nicht so geben kann? Ja, die können mir geben, dass auch, wenn man ganz prominent oder auch reich ist, dass man dann wieder reduziert. Das heißt, die können mir geben, dass Reichtum und Prominenz nicht immer das ist, was sich der normale Bürger vorstellt. Das gibt Schwierigkeiten, Ärger oft, Probleme. Das heißt, da wird die Luft sehr dünn,
Und wenn man mit diesen Leuten redet, dann wird man auch wieder geerdet. Das heißt also, man muss sich nichts mehr beweisen, man wird zufriedener, man wird glücklicher und man sieht einfach auch, dass das Leben nicht nur aus Luxus und Geld besteht, sondern dass die gesamten Probleme auch haben, die der normale Bürger auch hat. Also der Glamour glänzt oft nicht so, wie der normale Bürger sich das vorstellt. Das heißt, die Leute aus dem Jet-Set sind auch oft bodenständig geblieben und essen zu Hause vielleicht auch mal eine Erbsensuppe. Ja, natürlich. Die essen zu Hause ihre Erbsensuppe, sitzen vor dem Fernseher, trinken ein Bier. Also sind ganz normale Leute, egal ob das da Adel ist oder ob das Manager sind. Ich sage immer, Beckenbauer ist für mich das beste Beispiel, der mit seiner Prominenz toll umgeht, der Autogramme schreibt, der immer cool bleibt und höflich bleibt. Also das ist für mich einer der interessantesten Persönlichkeiten, wie er mit seiner Prominenz umgeht, nämlich ganz normal, und das ist gut. Und das lerne ich eben von diesen Menschen auch. Wo Sie gerade Beckenbauer ansprechen, Sie haben mal gesagt vor einem halben Jahr, Sie würden gerne in die Politik gehen. Am präsidiabelsten quasi wäre für Sie in Deutschland Franz Beckenbauer, was die Kanzlerschaft angeht. Ja. Sie haben damals gesagt, Sie könnten sich vorstellen, für die FDP in den Bundestag einzuziehen. Ist das immer noch Stand der Dinge oder haben Sie Ihre Meinung dann nochmal revidiert? Nein, ich bin ein politischer Mensch und ich finde auch, dass man sich in der Demokratie einbringen muss, dass man auch Themen ansprechen muss, dass ich mit vielen Themen nicht einverstanden bin, dass eben auch Europa schwächelt, dass Europa auf der Intensivstation liegt. Das muss man versuchen in einer Form zu lösen, dass Europa zusammenbleibt. Dann das ganze Steuersystem, Gesundheitssystem liegt viel am Argen und wir können einfach nicht so weiterwursteln. Und es täte gut der Politik, wenn mal Quereinsteiger kommen, aber das Hauptproblem, was ich habe auch Gespräche mit führenden Leuten von der FDP geführt, von der CSU, CDU, also es ist so, dass eben Menschen, die voll im Beruf stehen, ein Zeitproblem haben. Aber FDP, mich hat damals mein Freund Westerwelle, mit dem ich sehr befreundet war, angesprochen, schon damals in die Politik zu gehen. Also FDP wäre schon das, was ich favorisiere, und Lindner macht es ganz gut. Wird Gespräche führen, ob Bundestag oder nicht, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, weil ich einfach zu sehr meinen Beruf liebe. Das ist ein Zeitproblem. Ja, denn die Bundestagswahl ist in 15 Monaten, das heißt, Sie müssten ja jetzt quasi dann schon die Weichen stellen, dass Sie ab Januar quasi hier ein bisschen kürzer treten. Roadshow machen, in der Früh keine Nase, sondern lieber dann Politgespräche, aber ich glaube, die Nase ist mir lieber. Das stimmt, ja. Und ich glaube, die Roadshow bräuchten Sie in Lindau nicht hier im Wahlkreis, denn da sind Sie, glaube ich, bekannter als jeder andere Lindauer. Ja, ich glaube schon, dass, also ich sage mal, 50% mögen mich, 50% würden mich nicht wählen. Aber ich für FDP ist das schon ganz gut, 50%. Aber die, sage ich, für die FDP wäre das gut und Frau Merkel kriegt ja auch nicht über 50%. Das stimmt. Nochmal zurück zum Leben im Luxus auch. Sie verfügen über einen Hubschrauber. Fliegen auch sehr gerne, eine Ihrer großen Leidenschaften neben vielen anderen, unter anderem den Nasen. Sind Sie mit Udo schon mal geflogen? Nee, das hat er sich noch nicht getraut. Meine Frau fliegt auch ungern mit, weil natürlich Hubschrauberfliegen muss man schon aufpassen. Aber ich habe mir einen Traum erfüllt, mit 60 noch den Pilotenschein gemacht. Ja, und für mich ist es einfach faszinierend, über den Bodensee zu fliegen, ein Traum. Und auch wenn man die Klinik von oben sieht. Und wenn man keine Träume mehr hat, ist man tot. Also ich habe immer neue Ziele. Sehen Sie mal, und Sie haben mich netterweise eingeladen in Ihren Hubschrauber, um über die Klinik zu fliegen. Ich habe mich bis jetzt noch nie getraut, wenn ich das Angebot hatte. Heute will ich mich trauen. Und Sie haben aber Mut. Dann machen wir das jetzt gemeinsam. Ja, genau. Bis gleich.
ist ja schon der Hammer. Hubschrauber fliegen ist die Steigerung. Und dann in diesem wunderschönen Panorama, was bedeutet das für Sie? Ja, also das ist absolut Freude pur. Und Hubschrauber fliegen ist, glaube ich, das Coolste, was es gibt bei diesem Wetter. Und ja, ich bin schon ganz stolz, dass ich mit 60 noch den Schein gemacht habe. Und ja, jetzt fliegen wir mal in meine Klinik und guck mal, ob auch alle fleißig arbeiten. Ja, also hier sehen wir doch diesen Traum. Wir leben in der schönsten Region der Welt. Vor uns der Bodensee, hinten der Sentis mit Schnee. Ein Traum. Also deswegen sage ich nicht Hollywood, Saint-Tropez und Monaco, sondern Bodensee. Und da vor allem Lindau. Und da vor allem Lindau. Wie viele Flugstunden haben Sie? Wissen Sie das? Ja gut, ich habe jetzt über 100 Flugstunden, aber ich fliege natürlich schon immer mit dem Safety-Piloten meistens, weil man muss sehr aufpassen. Es ist windempfindlich, heute ist natürlich ein tolles Wetter, aber man darf sich nicht überschätzen beim Fliegen. Ja. Und beim Operieren darf man sich auch nicht überschätzen. Also immer mit Augenmaß an die Sache rangehen. Ja, ja, immer Vorsicht. Aber man sieht jetzt schon die Bodenseeklinik ins Blickfeld kommen, ne? Und Ihre Patienten, die Sie hier behandeln, die kommen aus der ganzen Welt, sind also sowohl die Prominenten, über die wir schon gesprochen haben, aber auch ganz normale Leute. Ja, natürlich kommen aus der ganzen Welt viele aus Russland, Arabien, aber auch aus USA. Also ich würde sagen, so 60% aus Deutschland, Österreich, Schweiz und der Rest aus dem Ausland. Und die genießen das, die finden das so toll. Hier, die bleiben meistens noch in Hotels viele Tage. Und einige haben sich schon Wohnungen hier gekauft, weil sie einfach das auch als Paradies hier sehen. Ja. Mittlerweile sind wir auf Ihrer Yacht auf dem Bodensee, ein Riva-Schiff. Können Sie mir erzählen, was genau es mit dieser Bootsklasse auf sich hat? Ja, ist eines der schönsten Schiffe, die es im Bootsbau gibt. Riva Super Aquarama, über 50 Jahre alt. Ich liebe halt alte Objekte, die man wieder kreativ neu herstellt. Also praktisch so wie Karl Lagerfeld bin ich kreativ im Restaurieren von Gesichtern, von Booten, von Häusern. Das macht mir Spaß. Und von Autos. Wann haben Sie das erworben? Ach, das Schiff habe ich vor einigen Jahren erworben, ziemlich marode, in Italien und habe das hier am Bodensee dann restaurieren lassen. Und ich habe aber wenig Zeit, deswegen Werner betreut das Schiff optimal und mein Sohn, der ist hauptsächlich auf dem Schiff. Weiß man dann, was für Besitzer das vorher gehabt haben, dieses Boot? Wer hat das zuerst gefahren, Ende der 60er? Ja, das war ja das Kultboot vom Gunter Sachs, da hat er auf demselben Schiff die Brigitte Bardot geküsst und das war damals ein Kultboot. Es war ein Italiener, ein Industrieller, der das hatte. Ja, und die Erben wollten es dann nicht mehr und dann habe ich es gekauft. Wir haben schon viel über die Prominenz gesprochen, in deren Gesellschaft Sie viel verkehren. Wird ja auch der ein oder andere mal hier auf Ihr Boot auf dem Bodensee eingeladen? Ja, natürlich. Ich habe auch viele Freunde. Nicht alle habe ich operiert. Also natürlich Jürgen Drews war auf dem Schiff und Kerner war auf dem Schiff, Frank Elsner, Wasserskifahren und Fritz Wepper, also alle meine Freunde, das sind ja auch echte Freunde geworden und das ist ja das Tolle an meinem Beruf, dass ich viele interessante Leute kennenlerne.
Und Sie spielen leidenschaftlich Tennis. Ich glaube, sind Sie fast jeden Tag, wenn es das Wetter erlaubt und die Zeit auf dem Platz. Ja. Sind die Freunde dann auch Teil Ihrer sportlichen Aktivitäten? Sprich, spielen Sie gegen Fritz und wie Sie alle heißen, auch mal Tennis? Na ja, gut, der Fritz ist nicht mehr so gut zu Fuß, aber mit dem Frank Elsner spiele ich hin und zwischen in Mallorca. Mhm. Und bin aber immer ehrgeizig, dass ich auch gewinne. Und ja, ich spiele in Lindau seit 30 Jahren wöchentlich teilweise mit denselben Freunden Tennis. Das ist unsere Tennis-Clique. Und ja, und das macht Spaß. Ich sage ja, das Wohlfühlgefühl und das Glück muss vor Ort sein. Ich bin kein Urlaubstyp. Für mich ist jeder Tag Urlaub im OP oder wenn ich mal ein paar Stunden auf dem Schiff bin. Sie gelten als auch verbissener Spieler, sage ich mal, der nicht gerne verliert. Wie ist es, wenn Sie dann doch mal verlieren? Ja, verlieren tue ich ungern. Aber ich arbeite an meiner Persönlichkeit, dass man auch im Verlieren einen positiven Sinn sieht. Und das ist ja auch das Wichtige. Im Leben geht es ja nicht nur aufwärts, sondern auch abwärts. Und dann muss man eben an sich glauben, dass es wieder aufwärts geht. Und dann ist man eine starke Persönlichkeit. Und ja, da bin ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also mit 66 immer noch Pläne, sich selbst weiterzuentwickeln, an der Persönlichkeit arbeiten. Wenn wir von Ihren prominenten Freunden sprechen, wer ist denn noch nicht Freund und wer war bei Ihnen noch nicht, den Sie gerne mal als Gestaltungsobjekt hätten? Weltweit von den Prominenten. Ja gut, also die Steffi Graf, die Nase hat mich immer schon gejuckt, aber ich glaube, sie ist mit dem Agassi jetzt so zufrieden, dass sie keine Nasen-OP mehr braucht. Aber ja gut, ich habe immer neue Ziele. Ich sage immer, auch so ein Tag inspiriert mich. Das heißt, ich plane jetzt Kultkliniken in Deutschland. Das heißt, dass man heute ohne Operation Fettkörper entfernt mit Einfrieren. Das ist eine ganz tolle Methode, die ich aus Amerika wieder mitgebracht habe. Genauso wie ich vor 30 Jahren das Faltenunterspritzung eingeführt habe. Das interessiert mich jetzt. Ich sage immer wieder, mit 66 fängt das Leben an. Man muss nur gesund bleiben. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Gesundheit und Fitness. Das andere kommt von selber. Wie halten Sie sich geistig und wie halten Sie sich körperlich fit? Also körperlich halte ich mich im OP auch fit. Man darf nicht vergessen, dass wenn man 6-7 Stunden operiert pro Tag, dass es Hochleistung ist und dann eine Stunde Sport pro Tag, Tennis, mit dem Hund spazieren gehen, Wasserskifahren tue ich nicht mehr so gut, aber immer eine Stunde versuchen Sport und Tipp, nie Lift benutzen, immer alles zu Fuß gehen. Und hier oben die Birne, wie halten Sie die fit? Ja, ist das Ihre ja, ganzen Projekte? Oder? Ja, also das ist manchmal natürlich schon anstrengend und man vergisst natürlich im Alter einiges, aber durch das, dass ich so viel mache, Bautätigkeit, Bücher schreiben, Fernsehen, operieren, ist es eben so, dass man da schon geistig fit bleibt. Meine Mutter ist 94 geworden und ich hoffe, dass sie auch so alt wird. Das wünschen wir Ihnen natürlich. Eine Frage hätte ich noch. Gibt es irgendeinen unerfüllten Traum, den Sie sich von Ihrem vielen Geld, was Sie auch besitzen, nicht kaufen können, den Sie sich trotzdem gerne erfüllen würden? Ja, dass ich 100 Jahre alt werde. Alles klar, das wünschen wir Ihnen. Herzlichen Dank für die Ausfahrt und viel Spaß beim Tennis gleich. Danke. Also das war ein spannender Tag heute mit Werner Mang. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht im Hubschrauber auf diesem wunderschönen Boot und in der Bodenseeklinik. Ich verabschiede mich. In wenigen Wochen sehen wir uns wieder. Dann wird unser neuer Sozialminister von Baden-Württemberg mein Gastgeber sein. Wir werden in seinem Garten, wenn es das Wetter zulässt, grillen. Und sein Name ist Manne Lucha aus Ravensburg. Bis bald. Adios.